toll. Der Loot ist runtergefallen. Ich gucke mal, ob ich eine Dingens machen kann hier. Wo haben wir es denn? Ist das vielleicht hier ein Campfeuer? Wir craften mal eins. Vielleicht können wir das hier drin hinsetzen. Alter, die Geräusche. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre den Heli. Aber es kann auch sein, dass das nur so... Oh, dass das nur so klingt. Vom Regen her und vom Wind her. Aber hier draußen habe ich echt das Gefühl, ich würde sowas hören. Oh, was haben wir denn da? Das ist doch eine... Wo ist es jetzt hin? Wo ist es hin? Ist das jetzt das hier? Nee, das ist das Campfeuer. Warte mal, ich nehme mal hier das hier. Das Campfeuer will ich nämlich eh hinsetzen. Falls ich das hier drin kann. Nee, kann ich natürlich nicht. Scheiße. Das wäre ja zu schön gewesen. Das scheint so eine Art schwer zu sein. Aber ehrlich gesagt gehe ich jetzt hier irgendwie nicht so gerne runter. Die Akustik ist nicht gerade sehr einladend. Das Campfeuer irgendwo hinsetzen. Aber hier kann ich nirgendwo, wie es scheint. Ja, jetzt haben wir kalt. Das kommt jetzt dazu, das Problem, ne? Wir können jetzt hier kein Campfeuer hinmachen. Wir haben kalt. Aber so wie es scheint, sind das echt nur Geräusche und zum Glück nichts, was uns irgendwie angreift. Ich versuche jetzt mal in diese Richtung zu gehen, wo das Haus war. Jetzt gucke ich hier noch schnell rein. Da ist nichts. Ich muss sagen, die Stimmung hier, die ist ein bisschen erdrückend. Okay, dann benutzen wir das. Ich glaube, das war irgendwo da hinten. Aber irgendwie... Die Gegend ist anders. Kann es sein, dass es diese Städte immer wieder mal gibt oder dass die Maps irgendwie zusammengewürfelt sind und gar nicht überall gleich? Gut, das war ein Schwein. Ist das da oben auch ein Schwein? Ich weiß es nicht.
glaube, ich mache jetzt hier mal so eine... so ein Campfeuer hin. So, jetzt habe ich das hier hingesetzt. Und dann kann ich hier Inventar. Holz hat schon ein bisschen drin. Und wir machen das Feuer an. Jetzt ist es aber so, dass das Zeug, was man da drauf legt, auch quasi verbrennen kann. Das heißt, wir müssen das rechtzeitig wieder rausnehmen. Es gibt Kohle. Mit der Kohle können wir, glaube ich, auch irgendwas machen. Aber ich weiß nicht was. Ich, wie gesagt, ich spiele das Spiel auch erst seit langer, langer Zeit mal wieder. Und es hat sich einiges getan. So, dann hoffe ich mal, dass bald wieder Tag ist und wir dann weiter marschieren können. Lalalala. Es gibt auch keine Uhrzeit, glaube ich. Ich hätte noch nichts dergleichen gesehen. Können wir vielleicht noch was craften? Irgendwas, was uns hilft? Einen Schlafsack könnten wir machen. Werden wir wahrscheinlich dann auch noch machen, um uns einfach irgendwo niederzulassen. Kleidung können wir jetzt nichts Neues. Wir können uns noch Schuhe machen, ne? Wir machen uns mal noch Schuhe. So, was haben wir hier noch? Bandagen. Jo. Ich lass das mal so. Ja, ist jetzt halt nicht so spannend, ne? Ist halt wirklich nicht so spannend, tut mir leid. Aber wie gesagt, ist nur ein Letztestchen, okay? Ne? 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 Ich könnte eigentlich auch noch Minecraft-Musik laufen lassen. Das würde ja hier noch sich anbieten. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal hier bei diesem Letztest so, wie es ist. Weil, was ist denn das hier? Ist hier Radioaktivität? So, das Fleisch nehmen wir mit. Ich lösche jetzt hier das Feuer. Mit I. So, ich kann das nämlich auch löschen. Es wird schon wieder Tag. Also muss uns die Kälte jetzt momentan nicht interessieren. Die wird sich gleich verändern. Von daher ist das ja alles ganz okay. Ich weiß auch nicht, ob jetzt wirklich noch Spieler da sind, weil man kann es leider nicht austesten. Man hat nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei einem Minecraft-Server, dass man eben gucken kann, ja, wer ist denn online. Das gibt's hier leider nicht. Leider, leider, leider gibt's das hier nicht. Mal gucken, was da noch so ist. Komm. So. Ist alles noch ein bisschen hakelig, muss ich wirklich sagen. Besonders bei Leitern. Ich glaube, das war jetzt irgendwie hochwertigeres Eisen. So. Ach so, hier ist gar keine Leiter. Wo ist denn die Leiter? Hier ist eine Leiter. Ich hoffe, ich krieg das hin, hier runter zu gehen. Ja, ich krieg's hin. So, ein bisschen schneller. Was ich zum Beispiel auch nicht weiß, ob ich, ich crafte einfach mal einen Schlafsack. So, craften.
Ich weiß auch nicht, ob ich den überall hinsetzen kann. Ob ich den zum Beispiel auch hier irgendwo hinsetzen könnte. Wahrscheinlich nicht, weil ich ja auch andere Dinge nicht hinsetzen könnte. Wie zum Beispiel das Campfeuer. Das wäre natürlich schön, wenn das gehen würde. Dann müsste ich mir nämlich kein Häuschen bauen, um irgendwie... Ne, falls wir hier doch mal weitermachen wollen. So, was haben wir hier? Ja, das Übliche. Ich lasse das jetzt einfach mal. Wir haben nämlich schon so Probleme mit Inventar, ne? Ah, ich glaube, hier war's. Nee, das sieht hier auch anders aus. Es kann sogar sein, dass die Maps so ein bisschen dynamisch gemacht werden. Das hätte ich aber bis jetzt auch nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich tatsächlich nicht gewusst. Weil das sieht hier ganz anders aus als beim letzten Mal, wo ich gespielt habe. Wie gesagt, auf einem anderen Server. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Karten, aber ich weiß nicht, wie stark die sich voneinander unterscheiden. Ich nehme einfach mal die Knarre in die Hand, man weiß ja nie. Strompfeiler ist ja immer so ein Zeichen für Zivilisation. Was wiederum bedeutet, wir könnten irgendwie ein Dorf oder sowas finden. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal hier entlang. Und nehme einfach so ein bisschen die Eindrücke mit. Ich denke, allzu viel werde ich jetzt auch nicht mehr aufnehmen. Also ich mache jetzt schon noch ein bisschen, aber... Da oben ist ein Pferd. Haben wir wieder Straße. Ich glaube, die haben diese Welt wirklich riesig gemacht im Vergleich zum Anfang. Am Anfang war es wirklich so, es gab einen Weg, der ging rundherum um die ganze Map. Da gab es so zwei, drei Spots, die radioaktiv waren. Da konnte man den besseren Loot finden. Und das war's dann auch. Da war man relativ schnell rundherum gelaufen. Vielleicht haben es einige bei Gronkh oder so gesehen. Die haben das ja mal angespielt damals. Übrigens hatte ich das Spiel, bevor sie diese Folgen rausgebracht haben. Aber ich habe halt damals noch keine Let's Plays gemacht, sonst hätte ich es vielleicht damals schon gezeigt, wer weiß. Ich wollte doch eigentlich den Strommasten nach, ne? Gut, ich bin immer noch auf dem Weg. Alter, ich dachte gerade, da kommt ein Bär runter. Oh! Alter! Nein, kann ich... Ah, okay. Alter, man kann sogar werfen. Das ist ja geil. Sehe ich da hinten Dächer? Krass, man kann voll das Schwert werfen. Da hinten sind doch Häuser, oder träum ich? Oder sind das nur Berge? Das sind nur Berge, ne? Schade. Ich hatte jetzt schon Freude. Dann laufe ich mal trotzdem den Strommasten weiter nach. Meine Katze versucht gerade, mir auf den Schoß zu kommen. Meine Katze habt ihr ja vielleicht gesehen beim Unboxing-Video. Bei einem von drei. Wo ich sie kurz gezeigt habe. Ich würde so gerne noch ein Haus zeigen. Also ein richtiges Spielerhaus. Hm.
ich jetzt echt hier durch die Pampa laufen? Die Strommasten gehen doch in diese Richtung. Und das ist halt etwas, wenn ich jetzt in der Wildnis wäre, wenn ich irgendwie nicht mehr wüsste, wodurch, dann würde ich mich ja am ehesten an Strommasten orientieren, wenn ich welche sehe. Oder an Bahngleisen zum Beispiel. Das wäre so das Erste, was ich mir ablaufen würde. Ich gehe mal trotzdem hier weiter, auch wenn hier keine Strommasten mehr durchgehen. Ach, ist das schade. Ich würde euch so gerne Häuser zeigen. Oder wenigstens mal ein Haus. Ein Haus wäre schon schön genug. Aber irgendwie scheinen wir einfach Pech zu haben. Da ist auch nochmal eine Straße. Toll, welche gehe ich jetzt lang? Wahrscheinlich genau die, welche keine Häuser hat. Obwohl, da hinten sind wieder Strommasten. Aber das heißt ja nicht, dass Spieler auch irgendwo dort ihr Häuschen bauen. Also diese Straße ist jetzt hier durch, vorbei. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie ein Ende der Map gibt. Keine Ahnung. Ich habe definitiv keine Ahnung. Es gäbe auch noch ein anderes Spiel, was ich vielleicht mal antesten möchte oder euch zeigen möchte, das ebenfalls auch schon eine Weile draußen ist, beziehungsweise auch schon lange in der Early Access Phase ist. Also noch in der Entwicklung, aber schon draußen. Und zwar, ich habe das glaube ich schon mal in einer Minecraft-Folge gesagt, und zwar ist das Dingens. The Rising World. Kennt ihr vielleicht auch vom Gronkh und Sarraza und so weiter? Ich weiß es nicht. Die haben das, glaube ich, also Sarraza hat es mal angetestet, das weiß ich. Aber dort ist es momentan auch noch sehr baulastig. Es gibt, glaube ich, jetzt inzwischen auch Bären als Gegner. Aber soviel ich weiß, stehen die irgendwie nur im Zeug herum und wenn sie dich sehen, greifen sie dann an. Das ist jetzt natürlich auch nicht gerade sehr spannend. Ich muss aber sagen, baumäßig ist schon sehr, sehr, sehr viel möglich. Ich habe es jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Damals, als ich es noch angespielt habe, konnte man zum Beispiel den Ofen auch noch nicht benutzen. Der geht inzwischen, soviel ich weiß. Es gab damals noch überhaupt keine Gegner. Inzwischen gibt es ja eben, wie gesagt, diese Bären. Aber sonst habe ich auch keine Ahnung, was sich da jetzt alles getan hat. Da hinten ist wieder irgendwas. Von daher würde ich da wahrscheinlich genauso einsteigen wie hier, dass ich wirklich keinen Schimmer habe, beziehungsweise nur alte Versionen noch davon kenne. Aber man könnte es sich mal angucken. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel natürlich auch noch nicht gezeigt, wie man baut, ne? Man kann hier natürlich auch bauen, aber es ist jetzt nicht so Minecraft-artig. Man baut hier so ein Grundgerüst und dann auf dem Grundgerüst wählt man dann, ob man irgendwie mal aus Holz was baut. Dann kann man es erweitern auf Stein. Und ja, es ist... Es ist ziemlich simpel gehalten. Aber warum finde ich denn keine Häuser? Warum hat denn hier niemand Häuser gebaut? Oder die Map ist wirklich so groß und ich bin einfach am falschen Ort. Das kann natürlich sein. Aber ich hätte halt wirklich gerne ein gebautes Haus gezeigt.